Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit der Tiger Farm und Trommelwirbel. Gerade? Hallo? Nicht mehr krank? Ein bisschen lauter, ja genau. Mikado PlaySix Day ist zurück, das heißt, wir verschieben uns wieder in unsere eigenen Teams. Ich habe ja die letzten 4 Tage beim Lohnunternehmen ausgeholfen und das wird sich jetzt wieder ändern. Das Lohnunternehmen ist heute bei mir. Das ist richtig. Und für Mikado noch eine Info. Also wir können loslegen, gell? Würde ich sagen. Ach so, ja. Warte. Ja, für mich noch eine Info. Was für Mikado noch eine Info. Ich hatte ja gesagt, wer die Folgen gestern und vorgestern geschaut hat, durch das, dass ich ja schon Schafe habe, habe ich ja einen kleinen Vorteil. Und deshalb werde ich ja eine Palette Wolle an das Lohnunternehmen spenden, damit der Vorteil aufgehoben ist. Weil ich habe ungefähr in den letzten 4 Tagen eine Palette Wolle produziert. Ah ja. Genau. Also ich möchte ja da auch fair bleiben. Daher diese Lösungs... mein Lösungsvorschlag. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist, aber ich stehe auf meinem Silo. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bauer auch kann, aber... Was ist denn mit deinem Silo? Ich stehe da drauf. Ich stehe ganz oben auf den Silos drauf. Kann alles stehen. Ach, auf deinem Häuschen? Ja. Nein, nicht auf meinem... Ja, auf dem ganz großen Silo. Auf dem, nicht auf dem Paar-Silo. Auf dem Getreidesilo. Ja, genau. Also, das ist schon... Krass. So, ja. Aber dann würde ich sagen, du, bist du mal weg? Achso, ja, ich schau da mal. Und ich kümmere mal. Bis später. Bis später. Ciao. So, Herr Tiger Farm. Ja. So, der Plan war schon richtig erahnt. Wir hatten vor der Folge kurz drüber gesprochen. Ja. Hallo? Industriespionage. Aber ich wollte noch was fragen. Und Mähwerk, soll ich das jetzt zurück oder könnte ich das kurz ausleihen? Frage geht eher an Tiger Farm. Bring das am nach der Folge zurück. Am Ende der Folge. Ja. Okay, kann ich machen. Das war's dann schon. Tschüss. Gut. Tschüssi. Bis später. Nächstes Mal anklopfen. Warte, das sage ich ihm jetzt noch. Klopf, klopf. Ja, was? Bitte das nächste Mal anklopfen. Achso, ja, mein Mikrofon war aus. Eigentlich habe ich geklopft, aber irgendwie. Irgendwie, okay. Ja. Gut, also, bis später. Tschüss. Bis später. So, also, kann ja wohl nicht sein. Bitte Feld 7 gruppern, beziehungsweise Tiefen lockern, damit es gepflügt ist. Ja. Gut, vielen Dank. Das macht uns 700 pro Stunde. 700 pro Stunde. Okay. Ja. Wenn es sein muss. Oh, hoffentlich klappt das. Lohnunternehmer. Ja, noch gut. Ah ja, das wäre sehr von Vorteil. Das, ja. So. Ah, jetzt ja. Ah, jetzt ja. Eine Insel mit 2 Bergen. Nein, Quatsch. So, den hier müssen wir wieder starten. Da lassen wir den Helfer arbeiten. So, ich hätte auch, je nachdem wie schnell sie sind, hätte ich heute noch einen Auftrag für sie. Ja, was denn? Wobei das ein bisschen abhängig ist, wie schnell unser Helfer auf Feld 1 arbeitet, weil der Drescher und mein anderes Equipment bräuchten mal eine kleine Auffrischung und Wartung. Ach, da war ja was, ne? Genau. Ja, das kriegen wir hin. Genau, aber schauen wir mal, wie schnell das geht. So, was ich jetzt noch machen muss, ist auf jeden Fall bei den Schafen etwas aufräumen. Das wäre von Vorteil. Ja, waren zwar sehr fleißig, haben gut produziert. Ja, ich weiß nicht, ob wir es schaffen heute. Haben Sie einen Frontlader? Ja, das ist richtig. Okay. Ob wir es schaffen, heute schon
Weil dann könnten sie die Wolle theoretisch einfach abholen, wenn sie nachher fertig sind. Ja. Gut. Das kann man ja immer dann noch machen. Ja. So, ich muss mal gerade bei den Schafen sauber machen und das funktioniert ja am einfachsten. Ups. Mit dem Ladewagen. So, wir haben übrigens 20.000. Ich weiß gar nicht mehr, woher wir die haben. Ich glaube, wir hatten ja, bevor Mikado erkrankt war, Stroh verkauft. Daher das weiß kam, ich leider. Ja, ich glaube, daher kam das meiste Geld. Weil die Gerste ja, haben wir ja jetzt eingelagert. Oh, wir müssen mal ein bisschen Wasser holen. So einen kleinen Nachteil, den ich habe, ich weiß gar nicht. Ich muss immer relativ weit fahren zum Wasser. Ja, sie können sich auch einen Wassertank platzieren. Haben wir hier nicht drin, glaube ich. Aber vom Spiel. Ach so. Das kostet nichts mehr. Das kostet nichts, aber der Wassertank kostet was. Das 5.000. Ist ja, wir haben, wir haben ja sonst nichts zu tun, genau. Im Moment geht's, da haben wir nicht so viel zu tun. Vielleicht ist es später irgendwann mal anders, dann müssen wir da vielleicht doch den Tank platzieren. So, ich hoffe jetzt erstmal, dass wir hier Wasser herkriegen. Also 10.30 Uhr wird ungefähr abgerechnet. Okay. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Hm. Ah. Gut, wir sind auch dabei, dass vielleicht wirklich noch demnächst endlich mal mindestens ein neues Lohnunternehmen mit dazukommt. Das wäre wirklich von Vorteil. Also wenn ihr da Interesse habt, dann einfach unten drunter schreibt mal irgendwas mal rein. Ich werde mich dann schon bei euch melden und euch Kontakt aufnehmen. Das macht auch wirklich immer Laune. Also. Große Nachfrage bei das, beim Sägewerk. Was wollen die denn? Hackschnitzel? Ja. Also ich muss wirklich sagen, macht wirklich Spaß hier. Also das lohnt sich zumindest mal zu probieren. Genau, also es ist ja keine Verpflichtung für jede Folge und immer. Ihr könnt auch mal sagen, ey, in der Woche habe ich Zeit, in der habe ich keine Zeit. Da habt ihr auch so eine Freiheit, sage ich jetzt mal. Aber wir haben halt im Moment nur ein Lohnunternehmen, das ist auch gut. Ja, das freut uns auf jeden Fall. Aber es wäre natürlich schön, wenn sich da noch jemand finden würde. Oh ne, mein Drescher ist voll, oder was? Bin ich ganz verpeilt. Heute geht es endlich mal wieder zur Sache, das freut mich. Wenn die letzten Tage mal ein bisschen das Lohnunternehmen unterstützen, war auch schön. Aber heute geht es halt mal wieder um die Ziele.
Ich wollte gerade noch. Okay, ein bisschen Gras können wir noch mähen. Wobei, da habe ich ja auch noch was vor. Denken Sie, Sie schaffen eigentlich das Feld heute? Ah, das sieht sehr gut aus. Okay, das ist. Wie lange haben wir denn noch? Halbzeit. Also noch 10 Minuten. Exakt. Ja, ich denke schon. Das wäre toll. Eventuell nicht ganz, aber. Also drei Viertel auf jeden Fall. Okay. Müssen wir hier mal kurz bei den Schafen noch vorbeischauen und da ein bisschen Nahrung füttern. XVB. Ich finde das schade, dass es nur 4 Meter Tiefenlockere gibt und dann 8 Meter. Ja, das ist so von der Spanne ein bisschen zu groß. Das hätte noch was dazwischen gekonnt. Ja. Ja, diese großen brauchen 400 PS oder so. Ja, ich glaube bei 350 fangen die an. Ja, aber das ist auf jeden Fall. Ja, es gibt halt nichts für die Mittelklasse, das stimmt schon. Das ist echt schwierig, immer gucken. So, ich werde jetzt gucken, dass ich hier einfach am Rand ein bisschen mähe und Gras krieg, damit wir die Schafe versorgen können. So, wir haben, glaube ich, kein Equipment gemietet, oder? Da muss ich gleich mal nachgucken. Wäre zumindest gut, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja. Sonst hätten sie die letzten Folgen ganz schön viel miese gemacht. Ja. Aber da ihr Kontostand noch so gut gefüllt ist, denke ich, dass das nicht passiert ist. Ja, denke auch nicht. Ah, hat nicht gereicht an dem Baum vorbei. Naja, Bäume sind wie so ein Magnet. Ja. Da muss man irgendwie immer dran. Ohne kann man nicht und mit auch nicht. Ja. Es müsste so kollisionsfreie Bäume geben. Ja, gibt es ja teilweise auf manchen Maps. Wobei halt die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ja. Macht es dann doch ein bisschen zu unrealistisch. Ja. Aber in manchen Situationen wäre es schon besser. Ja. Stimme ich voll und ganz zu. Was machen Sie denn gerade, wenn ich fragen darf? Ich mache ein bisschen Schaffutter hier. Schafe haben ein bisschen nach Gras verlangt. Ach, schön. Und Qualitätsschafe brauchen natürlich frisches Gras. Und bei mir gibt's ja keine normale Wolle, sondern schon was Hochwertiges. Und die wird dann auch hochwertig verkauft. Ja, das hoffe ich doch. Wenn die Preise nicht gerade im Keller sind. Ja. So. Ja, das sollte wieder eine Weile reichen. 10.000 Liter. Die Schafe verbrauchen eigentlich nichts. Nee. Deshalb haben wir uns ja gleich zu Beginn ordentlich Schafe geholt. Dass die uns einfach ein bisschen Ertrag bringen.
Ich bin nicht gerade mal überlegen. Achso, wir werden das heute, sie werden das nicht mehr. Hm, habe ich hier einen Frontlader? Nee, habe ich nicht. Aber ich sollte vielleicht nach dem Drescher gucken, ne? Wie lange haben wir noch? 4. Aber dann werde ich es nicht mehr schaffen. Ups. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Oder vielleicht mal. Okay. Ah, die Abrechnung. Ja, eine haben wir. Machen wir gleich zu dem Ende des Tages. Okay. Das können wir so machen. 700 war das, gell? 700 pro Stunde. Halt, stopp, bleib stehen. Ah, schade. Der Drescher wollte nicht anhalten. Der Drescher hatte wohl keine Lust. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage. Was würde es mich kosten, wenn ich den Tiefenlocker behalten könnte? Zur Miete? Oder können wir uns einkaufen? Moment. Also ich habe können ja wir auch kaufen. Nee, dann. Dann ist cool. Den Wert. Sonst hätte es 600 gekostet. Okay. 700 inklusive Anfahrt oder exklusive? Ohne Anfahrt. Also 800. 800 pro Stunde. Also dann einmal 800 und dann wieder 700. Ja, dann. Wenn wir das noch erreichen, was ich nicht denke. Werde ich mal gerade vorbeikommen. Ich denke, das mit der Wolle vergessen wir natürlich nicht. Die kriegen sie natürlich noch von mir. Ja, das läuft ja nicht davon. Zum Ausgleich der, wie soll man das nennen? Der Lohnarbeit. Genau. Da muss ich dafür bezahlen. Ich muss dafür bezahlen, dass ich dem Lohnunternehmen geholfen habe. Nein, Quatsch. Es geht ja nur darum, dass wir hier so ein bisschen Fairness behalten. Aber nur so ein bisschen. Da hat man einen kleinen Leck drin. Da hat wohl der Herr Mikado etwas gekauft. Aber ich bin ja froh, dass es jetzt nicht mehr so leckt. Ja, bei der letzten Aufnahme, da war es etwas katastrophal. Ja. So, noch zwei. Echt blöd gelaufen. Ah, Moment. Wie viel haben wir denn hier noch drin? Ja, das reicht mal eine Weile. Also über die Hälfte bin ich auf jeden Fall schon. Ja, wenn wir jetzt einen Flug so einen Tiefenlocker kaufen, ich glaube den Sie da haben, der ist ziemlich effizient. 4 Meter hat er. Ja, den werde ich mir glaube ich auch gönnen. Braucht auch nur 140 PS. Okay, das wird aber nicht klappen. Der von Kuhn, der Tiefenlocker, haben Sie damit Erfahrungen schon gesammelt? Ja, noch nicht. Schade. Der hat nämlich irgendwie eine Funktion, da kann man irgendwas anhängen. Also ich weiß aber nicht genau, wie das funktionieren soll. Dann werde ich gleich mal gucken, ob man den vielleicht zwischen die Horsch, also ob man die Horsch an diesen Tiefenlocker anhängen können. Nee, das kann man an die Kuhn Kreiselegge anmachen. Ah. Und daran kann man, glaube ich, die Amazone kleine Seemaschine, glaube ich. Okay. Ja. Wo ist denn hier eigentlich? Hallo? Ja. Wo ist denn eigentlich der Verkäufer hier am Shop? Der ist halt gar nicht da, oder wie? Er weiß. Nee, ernsthaft, wo ist denn hier der Verkaufstricker? Also? Hier vorne ist der Verkaufsträger. Nee. Der Verkaufsträger und der. Der Kaufträger meine ich. Achso.
Wo kommt man denn hin, wenn man hier den Shop besucht? Shop besuchen. Da kommt man nur hier rein. Das ist ja interessant. Okay. Da muss der Mapper nochmal ran. Aber wir sind am Ende angelangt. Das heißt, oh mein Gott. Hallöchen. Hallo? Du bist immer noch deaktiviert gewesen. Ach, da hat man eine kleine Funkstörung. So, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ja. Das heißt, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar oder und da. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao.